So, neue Runde, Age of Empires 4. Gucken wir mal. Nachdem ich gestern so abgekotzt habe über dieses eine Tutorial, werden wir wohl heute mal mit der Kampagne anfangen. Connected. Channel switched. Teamspeak niemand von Kumpels anleihen. So, mal spielen. Einzelspieler. Kampagne. Echt? Keine Kampagne? Kunst des Krieges haben wir ja gemacht. Das müssen wir uns nochmal angucken hier. Das ist mir echt ein bisschen zu suspekt gewesen. Das machen wir irgendwann nochmal. Demnächst. die Normannen. Na dann, gesperrter Gegenstand, Video, Video, Video. Okay. Mission starten. Alles klar. Mittel. Ich spiele Mittel. Manch Kampf hinterlässt Spuren in der Geschichte, die man dem Land nicht ansieht. Senlac Hill, England. Dies ist der Okay, haben Schauplatz der gefilmt. Schlacht von Hastings. Man sieht nach fast 1000 Jahren keine Spuren mehr von der blutigen Auseinandersetzung. Doch hier wendete sich das Schicksal Englands. Hier wurde ein König getötet und sein Bezwinger erhob Anspruch auf den Thron. Oktober 1066. Dank ihm wissen wir, was an diesem Tag geschah. Der Teppich von Bayeux. Eine sorgsam gehegte Abbildung der Ereignisse. Er zeigt die Hauptakteure. Harald, den neu gekrönten angelsächsischen König von England. Und seinen Herausforderer. Wilhelm, Herzog der Normandie. Ihm hätte der vorherige König die Krone versprochen. Also versammelte er eine Armee, plante die Überfahrt nach England, wo er den Thron von König Harald erobern wollte. Und hat's funktioniert? Der Sturm vereitelte sein Bestreben. Ich glaube, die ganze Schiffe sind runtergegangen. Derweil stellte Harald fest, dass Wikinger im Norden gelandet waren und ebenfalls seine Herrschaft bedrohten. Er eilte ihnen entgegen. In Frankreich wartete Wilhelm auf bessere Bedingungen für die Überquerung des Ärmelkanals. Das Wetter klarte auf. Er ergriff seine Chance. Meilen weiter nördlich hatte Harald die Wikinger bezwungen. Als er von Wilhelms Ankunft erfuhr, trieb er seine Armee nach Süden. Um 9 Uhr morgens, auf diesem Hügel, stand Wilhelms normannische Armee bereit für die Schlacht gegen Haralds Angelsachsen. Das haben sie echt gut gemacht, das gefällt mir. Das hat so einen Man geschichtlichen Hintergrund. Und der Preis? England. Sehr cool. Alleine das Intro hier, das hätten sie wahrscheinlich schon nehmen können, um eine Reportage draus zu machen. Die Schlacht von Hastings. Wilhelm, der Herzog der Normandie, begann seine Eroberung Englands, doch um die Herrschaft der Angelsachsen zu beenden, würde er zuerst ihren König töten müssen. Okay. Oder mit Belieb Taste fortfahren. Speerkämpfer sind die perfekte Konter. Bogenschützen sind sehr effektiv gegen sich langsam bewegende Ziele wie Speerkämpfer. Speerkämpfer sind also langsam. Kavallerie kann die Distanz zu Fernkampfeinheiten schnell verringern und erleidet so nur geringen Schaden. Ja, das ist richtig.
Für den Einstellen des Nützlichkeiten kurz für viele Aktionen aufgeführt. Ja, das muss ich mir dann auch nochmal angucken. Einige Einheiten bewähren sich im Kampf gegen andere besonders gut. Zum Beispiel sind Speerkämpfer der perfekte Konter für Reiter. Anführereinheiten verfügen über besondere Fähigkeiten. Wählen Sie den Anführer aus, um sich diese anzusehen. Speerkämpfer sind perfekte Konter für Reiter. Ja. Am 14. Oktober 1066 stand Wilhelm der Normanne kampfbereit am Fuße eines Hügels. Oben hatte sich König Harald von England mit seiner angelsächsischen Armee postiert. Auf diesem Hügel würde sich das Schicksal Englands entscheiden. So, wer bin ich denn hier? Okay. Quel est votre plaisir? Donnez-moi vos. Greifen Sie eine sächsische Armee an. Wilhelms normannische Armee führte den ersten Angriff und stürmte frontal auf den Schildwall zu. Obwohl Wilhelms Armee tapfer gegen den Schildwall ankämpfte, wollte er nicht fallen. Sobald ein Mann fiel, nahm der Nächste seinen Platz ein. Überlappende Schilde in enger Formation schufen eine fast undurchdringliche Barriere. Wilhelm erkannte, dass seine Armee den Schildwall nicht durchbrechen konnte und blies zum Rückzug. Sein Ziel war es, die Angelsachsen in falscher Siegesgewissheit zu wiegen, damit sie ihre Formation aufgaben. Pantheon, wie soll ich einen Rückzug machen? Wilhelms vorgetäuschter Rückzug funktionierte. Die angelsächsische Armee löste ihre Formation auf, um dem Feind nachzusetzen, und gab Wilhelm so den nötigen Handlungsspielraum. Kaum hatten Haralds Männer den Schildwall aufgelöst, konnte Wilhelm sie bei ihrem Ansturm niederstrecken. Die Sachsen im Schildwall. Okay. So, weil das auch durch so ein Rot Waffenknecht schwer nachkommt und kommt viel. Die Angelsachsen setzten Reihen von Speerkämpfern gegen die Eindringlinge ein. Aber Wilhelm hatte eine Antwort. Seine scharfäugigen Bogenschützen. Moment ici, Arquet! Weitere normannische Soldaten verstärkten Wilhelms Armee. Thank you.
Naja, richtig schlau stelle ich mich ja allerdings auch nicht an, gerade. Sächsische Bogenschützen schlossen sich dem Kampf an und die tödliche Kavallerie der Normannen machte sich zum Angriff bereit. Doch zuerst mussten Wilhelms Truppen die feindlichen Speerkämpfer beseitigen, deren starke Stangenwaffen ein Pferd leicht zu Fall bringen konnten. Kämpfer keine Gefahr mehr darstellten, konnte Wilhelms Kavallerie auf die angelsächsischen Bogenschützen losstürmen. Sächsische Armee war in Auflösung begriffen, ihr Schildwall war zerschlagen und die Zahl ihrer Kämpfer schwand. Nur noch König Harald selbst stand zwischen Wilhelm und dem Sieg. Haralds letzte verbliebene Soldaten stellten sich um ihren König, bereit, ihr Leben für das Seine zu geben. Weitere normannische Kavalleristen trafen auf dem Schlachtfeld ein. Angelsächsische König Harald war gefallen. Inmitten des Chaos kämpften einige seiner treuesten Soldaten bis zum Tod, während andere panisch flohen. Ihres Anführers beraubt und vernichtend geschlagen, rannten die letzten Angelsachsen um ihr Leben. Die Normannen feierten ihren Sieg über den König, doch Wilhelms Feldzug zur Eroberung Englands begann gerade erst.
Schlacht von Hastings. So, fortsetzen. In der Schlacht von Hastings änderte der Tod eines Mannes die Geschichte. Hier, an der Südküste von England, wurde der angelsächsische König Harald getötet und seine Armee durch Wilhelm den Normannen bezwungen. Die Herrschaft der Angelsachsen war für immer gebrochen. Mein Headset meldet sich. An Weihnachten 1066 wurde in der Westminster Abbey Wilhelm als erster normannischer König Englands gekrönt. Jetzt musste er seine Macht im Land sichern, indem er der Landschaft seinen Stempel aufdrückte. Er baute Kathedralen und Burgen an strategischen Punkten. Dergleichen hatte man in England noch nie gesehen. Und sie machten der angelsächsischen Bevölkerung klar, wer im Land das Sagen hatte. Doch nicht alle waren erfreut über die normannische Herrschaft. Angelsächsische Revolten brachen im ganzen Land aus. König Wilhelm handelte schnell und schlug sie nieder. Doch in einer Region geriet die Unzufriedenheit außer Kontrolle. Nordengland. 1069 schlossen die Herrscher von Northumbrien eine Allianz mit Wikingerkämpfern. Sie marschierten auf das von Normannen besetzte York. Eine große Stadt mit einer wichtigen Kathedrale, noch immer geschützt von Mauern aus römischer Zeit. Doch die Mauern konnten York nicht retten. Stadt und Festung fielen an die Rebellen. Wilhelms neues Königreich war bedroht. Er musste die Stadt wieder unter normannische Kontrolle bringen. Wilhelm war gezwungen, seine Männer nach Norden zu beordern. Doch wie viel Widerstand von den Rebellen würden den normannischen Streitkräften auf ihrem langen Marsch nach York begegnen? Gehen Norden nach York. So, ist das jetzt eine Mission oder ist das eine Geschichte? Wilhelm der Eroberer marschierte mit seinen Normannen gen Norden, um York von den Rebellen zurückzuerobern. Doch auf seinem Weg lagen Städte, die seinen Feinden aus dem Norden Unterschlupf gewährten. Er würde sich die Städte zurückholen, und zwar mit Gewalt. Da soll ich hin. Was ist das her? Speer. Okay. Parat, bene. Cavallo. Kerte. Escolto. Ici. Was ist das? Miliz und dort leichte Nahkampfinfanterie. Gibt der hier einen Bonus? Kadaver absetzen. Man transportiert Kadaver an einem bestimmten Ort oder Quelle. Wir können aus Kadaver Nahrung gewinnen. Okay, stopp. Verstoßen. Anschluss auf eine Nummer setzen. Halt ein
Steuerung 1. Okay, Steuerung 2. Torps, ist das jetzt meine Stadt oder? Okay. Die Normannen eroberten die Stadt Middlethorpe und fassten so im Norden Fuß. Da die Verstärkung für seine Armee bald eintreffen sollte, brauchte Wilhelm weitere Rohstoffe, um sie zu versorgen. Bauen Sie Ihre Wirtschaft auf. Das, was wir noch so machen, ist Leute aufbauen. Alles, was geht. Dann, der hat nichts zu tun. Futter. Nichts zu tun. Futter. Wohnhäuser haben wir 100. Nochmal Futter. Okay, haben wir das. So, Kaserne. Escolto. Oh. Was? Legen Sie 40 Felder an. Hab schon gemacht. Ich will nur zum Holz hacken. Okay. Okay, die kann man ja auswählen. Okay, ja, noch fehlt noch. Okay, nächsten Details zusätzliche Häuser. Vos tres lonche, move, servientes. Quod? Laburo. Siedler ist super wichtig. Sie. Spero. Edifico. Escolto. Edifico. Escolto. Ich bin mit Rohstoffe. Holzhaus. Die normannische Armee war nun durch eine Stadt gut versorgt. Doch es bedurfte anhaltender Bemühungen, damit die Armee bei vollen Kräften blieb. Verstärkungen sind eingetroffen. Lantiers parate! Okay.
Fulford, eine weitere Rebellenstadt, widersetzte sich Wilhelms Herrschaft. Fulford ist dort, okay. Haben wir noch ein Stück zu tun? Ja. Mühle, okay. So, kann ich jetzt hier irgendwie eine Kaserne bauen? Oder irgend sowas? Wahrscheinlich brauche ich das nicht, aber der kann Bären sammeln. Und irgendwo ist noch so eine Schlafmütze. Wahrscheinlich schon beim Hausbau. Ja, erstmal noch Bären sammeln. Okay, das kann man bauen. Ich finde die Anordnung hier mit dem Essen Trinken irgendwie komisch gemacht in dem Spiel. In jedem Spiel hast du das hier oben an der Leiste irgendwo, wo du schön sauber das angucken kannst, aber hier ist es echt so. Das ist richtig komisch, platzverschwendend. Laburo. Parat, vado. Was kann denn der Speer? Exploro? Keine Rüstung, kann aber hier angreifen, okay. Nee. Speer kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld und bringt quasi nichts oder wenig. Ah, momente si, Archier. Ambula. So, wie kann ich jetzt die Steuerung wieder aufheben? Scheiße, das hatte ich schon gerade. Ich weiß nicht, ob der sich dann wieder heilt oder was hier los ist. Na komm, dann haben wir noch ein paar Speer raus. Und dann, kann der mal jagen gehen. Den gehen auch jagen. Exploro, Kerte, Escolto. What? Escolto, Mandes, si, en sala. Normalerweise rascht man das, ne? So, wie weit hoch muss ich denn hier? Escolto.
Si. Che preparate, Archers. In avant, Archer. Companion, Job Temper à Oxavitz. Envoyé vers notre porte, James Starms. Mon demande. Bene. Obeyo. Score fort attaque. Odio. Ici! Ça va être un personnage! Parat, si. Ubi vado. Parat, en sala. Mendes, vado, exploro, si, en sala, cavallo. Escolto, seco. Parat. La mort. Explorons. Escolto. En sala. Escolto. Barat. Cavalarios. Mendes? Si. En sala. Si. Quête. Oh, yeah. Mendes? Escolto. Cavallo. Explorons. Vado. Parat. Si. Parat. Vado. Damn. Und schaffe ich jetzt trotzdem noch irgendwie? Okay, Leute, gibt es genügend, die ich basteln kann. Speichern. Okay, kann sich auch speichern. Spiel speichern. Gehen Norden nach New York. Gut. Na dann. Ich habe genug umgeblödelt. Wir gehen mal. Dann mache ich mal Steuerung 3. Kitamos! Oh! Cavalarios parat! Song 4. Enzala! Na gut, in avant, servientes! Lass mal gucken, wie ich die Steuerung wieder aufheben kann. Attention! Sehr gut! Immer noch 100. An dem Mann! Move! Nee? Masson! What? Si! Taburo!
Warum kann ich den heraussuchen? Die alte Trantüte. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Komm. Scheiß drauf. Machen sie jetzt platt hier. Gut, dass ein Schaf nicht läuft. Nachdem er die Rebellen von Fulford bezwungen hatte, war Wilhelm York einen Schritt näher. Was ist denn das für ein Scheiß? Da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. Sammeln Sie Nahrung und Gold, um ein Wahrzeichen zu errichten. Aber Marktplatz. Naja, wir gucken mal. Kasana. Krieg ich denn die hin? Ja. Der kann mitmachen. What? Ascolto. Lavoro. Ma sono. Che? Ascolto. Edifico. Che? Edifico. Me?
Ah, wer träumt ja noch? Laburo. Ubi vado. Ah. Hm, finit. Ah. Spero. Laburo. Quod. Escolto. Hm. Lavoro. Sì. Vado caver. Sì. Ubi vado. Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, den Dänen. Ah, una schuld! Lantier, sì. In avanti. Poi, sanglotati. Odite. Audienza. Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Doch die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlte. Ubi vado. Lavoro. Was brauche ich denn hier noch? Ich brauche hier noch eine Kaserne, Sperrkämpfer, Brutwaffenknecht, Bergarbeiter, Bergarbeiterlager, okay. Ach ne, das ist ja schon eins. Und das heißt, ich kriege hier am Marktplatz Steine, Holz und Häuser. Wie viel Gold habe ich denn? Okay. Ich habe hier massig. Speer. Da hoch. Edifico. Ubi vado? Pochedo. Mandemans. Comprendo. Noch Mist. Ascolto. Lavoro. Quod? Sì. Lavoro. Me? Quod? Laborans la terra. Et... Mandemans. Einheitlichen Schutz suchen, einquartieren, Stopp, Vorstoßen, reparieren. Nein, oh, wie können denn die zurück zu ihrer Einheit gehen? Me? Si, laborans. Spero. Si, laborans. Spero. Que? Escolte. Capians. What? Capio. Ubi vado, capere. Sì, capio. Ubi vado. Edifico. Me?
Edifico. Sì, ma sono. E? Lavoro. Ascolto. Ich bin mir sicher, dass es total verwirrend ist, was ich hier mache. Ich muss allerdings mal gucken, dass er keiner rumsteht. Vor allem können die unendlich Nahrung sammeln, ne? Gold 810. Na gut. Warum kann ich keine Bogenschützen bauen? Escolteis, colones. Das ist halt Gold sammeln. Was ist das hier? Du aufgesperrt automatisch. Me? Ist ja fekt. Reparieren. Die Normannen hatten die Quelle der dänischen Bedrohung ausgemacht, einen Außenposten auf dem Wasser. Wilhelm stand vor einer Entscheidung. Er konnte das Lager umgehen, es zerstören oder den Dänen das geforderte Gold auszahlen. Homes, preparate! Spero! Machen wir es mal anders, ja. Steht da jemand rum? Okay. Parate! Ich möchte noch was bauen. Und zwar noch eine Kasane. Ma besoin. Ma sono. Ubi vado. Helf mit. Parate, Arkiers. Ambula. Chaskuns en et comprex. Quen? Brest par une sanglante ati. Ok. Fake. Das Ding. Est effect. Escolto. Quae sunt os commandement. Das ist ja ein Speer. Siege!
Okay, die kommen ja gar nicht ohne weiteres rüber. Na dann. Mandemans. Ja, baut hier mal so ein Palisadentor ein. Parats. Edifico. Colones. Taburo. Escolte. Laburo. Massone. Escolte. Edifico. Laburo. Massone. Si, laburans. Laburo. Laburo. Laburons la terre. Edifico. Laburons la terre. Edifico. Finit. Escolto. Capere. Barats. Waisun, vos commandamenti. Audite. Escolte. Edifico. Escoltier. Si. Quel est votre plaisir? Ma besoin. Bravi, gensdarm vos guerres. Gensdarms. Nos de guerpissons. Ah. Lanquier, si. Ite, servientes. What? Por effaction. Errichten Sie ein Wahrzeichen, um zur Feudalzeit voranzuschreiten. Okay. Na, kommen Sie schon wieder, die Kumpels. Compagnon, reste par
vous à traire. Quet Lantier sparate. Sagita y vado. Lantier si. Mauvais, Servientes. Chaskuns, end sa place. Si fais vos commandements. Lantiers, sitôt. So, so viele wie ich jetzt hier noch krieg, baue ich ja noch. Geld habe ich ja genug. Compagnon, preste parate. M'en demande. Kann mir eh nicht was dort finden. Un pied ci, un pied là. Come vos placed. Brace, which vectors nos sans la voie. Mais? Taburo. Dictus mui, ma besoin. Parathès, Servientes. Ambulance. Und haben wir denn hier noch? Speer, wo sind denn meine Speer hin? Ja. Attention! Omes, preparate. Parats. Tabour. Oh, ja. Presse par une sanglante anti. Parate, Arkers. Vade, Arkers. Labour. Thank you.
Quel est votre plaisir? Escortez. Toutes. Bande de Mans. Vidous. Was mich ein bisschen wundert ist, warum kann ich hier nicht naja. Edifico. Preparate, Archer! Na komm, sammle den Mist hier ein. Errichten Sie einen Stall, um Räder zu produzieren. Würde ich gerne tun, aber irgendwie. Indem Wilhelm den dänischen Außenposten zerstörte, nahm er den Rebellen einen wichtigen Verbündeten. Spieler und Tribut. Mhm. Ist da noch irgendwas? Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Das machen wir folgendes. Dahin. Dahin. Faulenzer. Holzfällerlager, Bergarbeiterlager. Mühle. Mhm. Haus, Feld, Außenposten. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich warten, bis hier soweit ist. Machen wir das so. Soll der hier mitmachen? Dass es mal ein bisschen zügiger geht. Die raus, die raus. Homes, preparate. Alle rein. So. Escolte. Tuts. Quel est votre plaisir? Ubi vado. Quod. Leute, habt den ja langweilig ist, dann rasch es zu. Vorstoß und Stopp. Position halten. So. Kann ich
kann ich jetzt das machen? Reiter, ne. Aber auf der abrupten Einheit der Chemie. Spackerzauber, abrupt, wenn er das. Bin zufrieden, ein Tod, dann möchte ich früher nicht mehr. Komm, alles aufwerten. Da können wir Waffenknechte machen. Und der kann weiter runter machen. So, wo ist jetzt eben der langweilig ist? Stall, Militärgebäude. Tutz, odite. Preparate, Archer. Archer, in avant. Dank ihren Stellen konnten die Normannen die Kavallerie ihrer Armee verstärken. Ecce limam de mont. Servientes. Buon lavoro. In avant, tutto so di effect. Okay. Parat por venir. Escolte bene. Tourna. Si somes. Cosa sarà massonata? Mande squad. Io massono la escolte bene. Tutti odite, quelle, io ma sono la cosa. Vale. Qual è il vostro... Ben effect. Compagnon, Gen Star, chiede cavallo, a calche. A momento sì, Archie. Intendo. Questo è? E c'è l'imandement. E c'è l'imandement. Holz. Secco materia. Tutto dite. Holz haben die oft gebraucht. Ascolte bene. Vado lavorare. Prate terra bene. Was ist denn hier? Zu wenig Platz, okay. Wem ist langweilig? Tutz odite. Wohnhaus. Cosa sarà massonata? Colonnes sunt ici. Vado laborar. Servientes, attention. Veillons, coupé. Ecce limam de mont. Io massono la cosa. Colonnes, parate cette prompte. Vieni, vieni, vieni. Thank you.
Silenzio. In avant, servientes. Quieque, cabals. In avant, servientes. Compagnon, reste pour la besogne. Et pouvez vers notre porte. Quoi, gendarme, boss Pierre. Parat. Si. Sarat. In avant, Darkier. Andemont, vient. Sigeme. Secret Montes. Si. Présentez l'enquête. Venez. Préjascuns en sa play. Moult avance, voué à traire. Quiete, cavals. Odio. Na gut, dann werden wir wohl jetzt hier mal ein bisschen Bambule machen müssen, ne? In avant. Die Chaskuns in sa place. Et comprends. L'enquête so proyoxa. Perfecte. Escolte bene. Cosa sera ma sonata? Quoi de labour? Porco ligar, Frux. Baratz pour labourat. Porco ligar, Frux. Audite! Quitte! On va prendre un step forward. Sito! Die normannische Armee strömte in die Stadt York und begann sie zu plündern, während sie sich auf den Bergfried stürzte. Guitar! Deus ex!
Serviente. Ici Vatost. Parax pour Labora. Movenskito. Qued Labour. Tourma. Camino. Mandes Qued. Arquière Parax. Ici Vatost. Parax pour venir. Si, comprendo. Si, comprendo. Ecce liman demand. Si, bene. Tuts audite. Sito. Seco materia. Cosa sarà ma sonata? Bene audite, quitte. In avant! Attention! Audite! Tuts audite! Ja, ist eigentlich schlimmer geht, deswegen. Quitamus. Audite. In avant, servientes. Attention. Bene. Arco parado. Audite. In avant. Escolte bene. Vado labura. Parax por labura. Si somes. Quel est votre plaisir? Ecce liman demand. Io ma sono la cosa. Servientes, obeio. Bien que cabal, in avant, servientes. Danke.
So, Gold haben wir auch wieder. Naja, man muss schon ein bisschen hier arbeiten in dem Spiel. Untätig. Ich weiß nicht, wo die Untätigen sind. Was sie so Schönes machen. Die Eier schaukeln. Boah, er musste schon ganz schön kämpfen, ne? Das muss man auch mal sagen. Jetzt
Chiemandes. Bene audite. Audio. Mikro. Tourma! Préparate, Arquier! Arquier in avant. Arquier. Si, parade. Holz, Gold, hab ich genug. 23, die ich langweilen. Was ist denn jetzt, Renner? Ich mal aus. Gehen wir da hoch. In avant, Arquier! Les Smelsons sont ici. Audite, servientes. Attention. Et chi li mande mont. Vado laborar. Ok. Quel est de votre plaisir? Vale. Momentes si, Arquier. Ambula. Parates, serviente. In avant, servientes. Parat. Si. Quali chance d'armes, postiert. Mettons nos en la bouée. Wessult, vos comme si obéisse Dieu à vos commandements. Escolte bene. Une avant, cavalerie. Arrête. Ite. La bouche Restituo. Siete, cavals. Une avant, cavalarios. Arrête, arquiers. Arquier, in avant. Compagnon, reste mettons nos en la rue. Tout blanc, qu'est-ce paratas? Sigue-me.
Audite. In avant, servientes. Sito. Pace, escoltier. Perfecté. Homes, allons-y. Si. Comme grande course. Bene, audite. Bene. Preparate. Bene, bene. Audience. Che domande? Audite, ite. In avant. Sommes parats, commandes. Bene. Labour sperans. Vado labourar. Cavalarios parats, obeio. Servientes, attention. Comprendo. Reparier et préparé. Bene. Que momente si, arquier. Si. Quel est votre compagnon? Reste. J'obtempère à Oxatis. Tisomes. Cause sera ma sonata. Parats pour laborar. Io ma sono la cause. Bene audite. Chiste. Quoi de labo? Io ma sono la cause. Squad. Quel merci, boys. Va de labourar. Arrière par. Parats pour labourar. Escolte bene. Escolte bene. Parats pour venir. Cause sera ma sonate. Chaskuns et Chainstorms! Présente l'homme! L'entier, Mekum! Oscara formata a calque, Cavalarios! Quedmandes! Audite ordines! Perfecte! Sagita in arco. Obedio. So, Technologie, Rennhof, man wird die Nahkampfsteuerung einhalten. Man wird die Nahkampfsteuerung einhalten mit Ausnahme von Belohnungseinheiten. Belohnungsfachkinder, Nahkampf, Fernkampf, Infanterieeinheiten können im Felde Belohnungstürme und Rammbürger konstruieren. Okay. Speichern, Spiel speichern, ja. Quoi de labour? Toute sodité. Allez.
Okay, noch Penner gestorben. In avant, servientes! Beziehungsweise. Sind die schon da? Sagita Arquier Ambulance. Attention! In avant, servientes! In avant! Die Festung fiel an die normannische Armee und York war gesichert. Die Rebellion im Norden war vorüber und Wilhelm der Eroberer, der unangefochtene König von England. Na da, schon noch ein Stück bis 1217. Haben wir geschafft. Freunde, Kampagnenmodus verlassen. Das war's. Haben wir die ersten zwei Sachen gemacht. Und zwar haben wir gemacht die Schlacht von Hastings und gehen Norden nach York. So, damit beende ich meinen Stream und sage adieu. Ich mache jetzt erstmal eine Woche Urlaub und dann mal schauen. Tschüss.